Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Fenster-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei sind und schön, dass ich den Podcast für euch machen darf. Heute mit einer Interviewpartnerin. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf im wunderschönen Schönwald. Schön, dass du heute mit mir das Interview machst, liebe Isolde Senn. Ich freue mich auch sehr, Wolfgang. Habe mich über die Interviewanfrage total gefreut. Hab dich ja schon ein bisschen länger beobachtet, nicht gewusst, dass ich jetzt auch noch interviewt werden darf. Ja, ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, was du machst, und bin da dabei auf die Zahlen gekommen. Bei den Zahlen ist es so, das hat mich berührt, weil das war nach einer langen Pause so der erste Kontakt mit der Spiritualität, die Numerologie, Isolde. Und wir haben jetzt im Vorgespräch, hast du mir erzählt, dass du dich auch sehr mit den Zahlen beschäftigt hast und auch mit den Zahlen arbeitest. Kannst du den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, was du da machst und was das ist? Ja, also die Zahlenmystik ist im Grunde genommen, geht davon aus, dass man nicht zufällig an einem bestimmten Datum geboren ist, sondern dass man aus dem Geburtsdatum heraus sehr genau erkennen kann, was bringe ich für Fähigkeiten mit, was bringe ich für Anlagen mit in diese Welt, was ist meine Lernaufgabe, wo führt mich mein Lebensweg hin, welche Werkzeuge habe ich zur Verfügung. Und was auch ganz spannend ist, ist zum Beispiel die Beziehungszahl. Also wie gang ich in Beziehung mit anderen Menschen? Was sind die Herausforderungen? Was sind auch die Potenziale in so einer Begegnung? Und ich würde es einfach sehen wie so eine Art Wanderkarte für den Weg des Lebens. Ich kann natürlich auch ohne Wanderkarte loslaufen. Die Gefahr ist dann natürlich immer, dass ich mich mal wieder verlaufe und dass ich mal wieder ein paar Wege laufe, die es jetzt nicht unbedingt braucht hätte. Und so kann ich einfach zielgerichteter meinen Lebensweg gehen. Ja. Und für mich selber, also so bin ich im Grunde genommen auch zur Zahlenmystik gekommen. Ich nenne es Zahlenmystik, weil es eine ganz besondere Art ist von Numerologie in Verbindung mit dem Tarot. Für mich persönlich war die ganze Geschichte mit den Zahlen, also die Offenbarung schlechthin, weil es hat mich tatsächlich dazu gebracht, zu erkennen, warum mir gewisse Dinge passiert sind oder immer wieder passieren. Warum manche Sachen offensichtlich so sein müssen, wie sie sind, auch wenn ich es bisher nicht verstanden habe. Und für mich wirklich muss ich sagen, hätte das eine ganz, ganz neue Lebensqualität auch gebracht, weil ich, wie bringe ich es am besten auf den Punkt, weil ich aufgehört habe, gegen mich selber zu kämpfen. Weil ich glaube, das kennt ja im Grunde genommen jeder. Oder mir fällt es jetzt vielleicht auch immer mehr auf, man hat solche Ideale oder man sieht andere Menschen und denkt so, wenn ich das jetzt, wenn ich so wäre wie die oder wenn ich so wäre wie der. Ich muss jetzt oft drüber lachen, früher hätte ich gern locker gehabt und soll ich wohl locker hin, die hätte gern glatte Haare und so ist es aber im ganzen Leben. Also hätte ich den Beruf, dann ging es mir viel besser oder hätte ich das anders gemacht, dann, ich glaube, dass, habe vor kurzem Vorträge gehalten zu dem Thema, alles kein Zufall. Man kann jetzt sagen, es gibt keine Zufälle. Mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass uns zufällt, was fällig ist. Ja. Das war auch bei mir die Motivation, warum ist es so, wie es ist und warum. Und für dich war und sind da dabei die Zahlen der Schlüssel, die dir geholfen haben und helfen zu verstehen. Absolut, absolut. Also mittlerweile mein wichtigstes Coaching-Werkzeug, Beratungswerkzeug in alle Bereiche. Denn ich gucke mir tatsächlich das Geburtsdatum an und weiß, mittlerweile, da spielt natürlich jetzt auch die jahrelange Erfahrung eine Rolle, ich gucke einmal drauf und dann weiß ich im
Grund genommen schon, wo einige der zentralen Lebensthemen sitzen, sowohl im mentalen Bereich, allerdings auch im körperlichen Bereich, auch das lässt sich in den Zahlen gut erkennen. Und dann kann ich mir das Ganze, die ganze Prozedur von einem Coaching-Prozess, also wie frage ich richtig, wie komme ich auf den Punkt, wie finden wir das Problem, das hätte sich im Grunde genommen im Vorhinein schon erledigt, weil ich es tatsächlich in der Zahlen sehe. Das macht mich natürlich wunderwitzig und ich tät gerne mal wissen, was du durch mein Geburtsdatum herausfindest über mich oder was ich da erfahren darf. Würdest du das machen für mich? Sehr, sehr gern. Und es kann ich gleich dazu sagen, ich freue mich tatsächlich immer, weil es ist eine, der Mensch, der einem gegenüber sitzt, und das andere ist, denn, wenn ich Zahlen sehe, also für mich ist das mittlerweile spannender wie ein Krimi. Ja, weil ich einfach gleich sehe, aha, guck, das sind so die Themen des Wolfgang. Ja. Ja. Dann darfst du mir sagen, wann du geboren bist. Ich bin am 7.3.1973 geboren. Mhm. So, dann rechne ich jetzt da gerade mal. Die 7, die zeigt schon, dass du sehr spirituell unterwegs bist, dass du im Grunde genommen sehr spirituelle Anlage mitbringst. Was heißt spirituell? Dass du dich einfach auch mit den Gesetzen außerhalb der normalen Welt beschäftigst und dass du ein Mensch bist, der hinterfragt. Also wissen willst, was, warum, wie ist, das ist dir ganz, ganz wichtig. Aus dem Geburtsdatum selber, also das ist das, was du mitbringst in diese Welt. Auch, also schon ein Hang zur Mystik. Du bist bereit, neue Wege zu gehen, wenn du merkst, dass der alte nicht mehr funktioniert. Das hast du ja eindrücklich lernen dürfen. Das ist das, was ich auch in unserem Vorgespräch ja schon gesagt habe. Schicksal ist das, was die Seele schickt. Und die schickt uns nur Erfahrungen. Damit wir wieder, wenn wir von unserem Lebensweg so ein bisschen abgekommen sind, wo es dann wieder heißt, da darfst du wieder ein wenig zurückgehen oder guck mal, dass du überhaupt in die richtige Richtung laufst. Unser Geburtsmonat, das ist das, was wir lernen dürfen, was unsere Seele lernen möchte. Und die 3, also die 3 für den März, das ist die Zahl der Kreativität und der Lebensfreude. Ich habe natürlich auch ein bisschen gegoogelt, um mehr über dich zu erfahren. Und weiß, dass du im Theaterspielen auch daheim bist, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist natürlich Kreativität. 1973, das ist sozusagen wie dein Werkzeugkasten, wie du mit Materie umgehst und wie du dich in diese, also die 2 vorderen Qualitäten in diese Welt mit einbringst. Das nennt sich die Körperzahl. Das ist bei dir die 20. Immer übrigens dieselbe. Bei mir entsteht es aus dem 1964. Und das ist jetzt allemal spannend. Jetzt kann man deine Körperzahl und meine Körperzahl zusammenrechnen. Und dann haben wir die 40. Und da ist das Thema von der Oberfläche in die Tiefe kommen. Also sich ein bisschen intensiver mit etwas anderen Themen auseinanderzusetzen. So. Das habe ich jetzt schon fast vermutet. Du bist auch in deiner Essenz eine 3 und ich zeige dir jetzt da gerade mal die Tarotkarte dazu. Das ist im Tarot die Herrscherin. Das ist die Herrscherin. Ja, genau. Also da auch nochmal das Thema Kreativität. Es ist die Glückszahl übrigens. Und es, ich sage jetzt nochmal, sehr wahrscheinlich, dass da die Qualität auch mit deinem Giacomo-Erlebnis dein Leben gerettet hat. Ja. Also die Glückszahl jetzt da. Ja, genau. Und man sieht da die Herrscherin, also auf der Tarotkarte ist nichts zufällig. Da hat wirklich jedes kleinste, die Farbe hin, bestimmte Funktion. Also sie erzähle was, dann wie die Herrscherin da sitzt. Sie hat 12 Diamanten in ihrer Krone. Die 12 ist die heilige Zahl, also man sagt, da macht man die ganze Erfahrung des Lebens.
in der 12. Und wenn man es nicht kapiert hat, schlägt es bei manchem 13. Ja. Es hat tatsächlich, ja, 13 geschlagen. Aus deinem Geburtsdatum raus kann man über den Lebensweg, wie er günstigerweise verlaufen sollte, errechnen, was deine Erfahrungsthemen sind. Und das ist das, was ich jetzt sage, also am allergünstigsten, da hätte man das ja schon in der Schule lernen, dass man weiß, wie man sich so ein bisschen ausrichten hat. Man ist da natürlich nicht festgelegt, aber es macht vieles einfacher, wenn man diesen Kampf gegen sich selber aufhört. Wenn man jetzt mal von der alten Generation ausgeht, wie das früher war, da ist der Urgroßvater war Metzger und der Großvater war dann Metzger, der Vater ist auch Metzger geworden und jetzt soll der Sohn natürlich auch Metzger werden. Wenn du jetzt aber sehr weibliche, sehr sensitive Zahlen hast, also die Wurst will kein Mensch essen, das wird nichts. Und vor allem, wenn man dann so entgegen seiner eigenen Anlage wirklich lebt, dauerhaft, wäre man einfach krank. Denn der Körper ist Sprachrohr unserer Seele. Also da bin ich mittlerweile felsenfest überzeugt davon. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Er spricht mit uns und er spricht immer die Wahrheit. Und das ist das, was ich mittlerweile sage. Wenn wir körperliche Beschwerden kriegen, wenn wir Gebreche kriegen, wenn irgendwas nicht mehr so läuft, dann dürfen wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, wo wir uns geistig festgefahren haben. Wo wir nicht mehr unserem eigenen Lebensweg folgen, sondern wo wir vielleicht einfach auch ein bisschen vom Weg abgekommen sind. Ja. Und also bin wirklich berührt, was du da rausfindest. Ich sehe das wie so eine mathematische Gleichung, die du da aufgeschrieben hast. Ja. Und wir haben es ja jetzt gar nicht kennt. Was du da rausfindest, ist wirklich sehr spannend. Ja. Und so können wir übrigens auch ganz, ganz viel über das, was jetzt gerade so um uns herum passiert, erfahren. Am Anfang vom Jahr mache ich normalerweise immer so einen kleinen Jahresausblick anhand von der Zahlenqualität. Und mir ist letztes Jahr nichts eingefallen. Das war die 2020. Mir ist absolut nichts eingefallen zu dieser Jahresqualität. Wie hätte es auch sollen? Das, was ja im März dann gekommen ist, das hätte sich ja kein Mensch vorstellen können. Und wenn wir uns das jetzt einmal angucken, das ist die Zahl, die dich und mich ja auch begleitet als Körperzahl. Das ist die Auferstehung. Und man sieht hier dieses irdische Grab, also die Materie, an die wir uns seit Jahren klammern, was von der wir so vieles abhängig machen. Und hier ist der Erzengel Gabriel, der zur Auferstehung bläst und sagt, was mache ich eigentlich da? Es geht eben nicht nur ums Materielle, sondern das ist das, was ja viele vor Jahren schon gesagt haben, dass feinstofflicheres Zeitalter heranbricht, dass es wieder darum geht, dass wir uns unsere geistigen Kräfte öffnen. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade lernen dürfen. Warum haben wir daheim bleiben dürfen? Warum haben wir keine Kontakte mehr haben dürfen, damit wir uns, also das ist jetzt meine Überzeugung, weiß, dass es andere gibt, dass wir uns wieder mit uns selber beschäftigen, dass wir uns klar wären über das, was uns wichtig ist. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, sei doch nicht so eigensinnig. Ja. Und das ist heute mein Lebensmotto, leb selbstbewusst und eigensinnig. Denn es heißt nichts anderes als, ich bin mir meiner selbst bewusst und zwar mit allem, also mit dem, was ich kann und mit dem, was ich nicht kann. Und lebe in meinem eigenen Sinn und nicht das, was mir andere vielleicht irgendwann einmal auf die Fahne geschrieben haben oder was andere meinen, wie ich sein müsste. Bringt natürlich manchmal ein bisschen Unwägbarkeit, wenn man nicht mehr so funktioniert, wie sich es andere vorstellen. Und ich habe, das ist das zweite Lebensmotto, es ist der Gegenwind, der mich ständig vorwärts bringt. Also da, wo es eckig wird, da gucke ich immer ganz genau nach. Was machst du dann, wenn es eckt? Weil bei vielen eckt es ja gerade. Ja, wenn es eckt. Also ich für mich weiß, wenn es nicht leicht geht, dann habe ich mich irgendwo verlaufen. Dann sollte ich wirklich gucken, ob das die richtige Richtung ist, in der ich gerade unterwegs bin.
Denn ich bin überzeugt davon, das Leben ist leicht. Und vor allem ist das Leben einfach. Ich habe dir das ja vorher erzählt, also ich habe mit Spiritualität, das war für mich feindliches Kriegsgebiet, also Menschen, die meditieren, die sind mir schon reichlich seltsam vorkommen. Mittlerweile ist es mein Beruf, meine Berufung, und ich mache es leidenschaftlich gern. Also ich bin jetzt gerade von der Bergauszeit im Tessin zurückgekommen mit 14 tolle Frauen. Und da merke ich, früher, da war so viel gegeneinander und Abwäge, was macht die andere und was macht die andere besser oder warum bin ich besser wie die andere. Das war so klasse, weil wenn Menschen auf dem gleichen Weg unterwegs sind und merken, dass das außenrum eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern dass wir uns persönlich wieder entwickeln dürfen, dann hört auch das Konkurrenzdenken auf. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle gerade lernen dürfen, wieder den einfachen Weg zu gehen, auch den natürlichen Weg zu gehen. In dem Bedürfnis früher diesen, ich nenne das ja ganz, bin einfach so salopp unterwegs, diesen spirituellen Gruß zu verstauen, habe ich Ausbildungen über Ausbildungen über Ausbildungen gemacht. Und ich könnte mit den Zertifikaten wirklich ein ganzes Zimmer pflastern. Und aus heutiger Sicht habe ich hauptsächlich gelernt, wie ich es auf gar keinen Fall machen will. Ja. Also die Ausbildungen hände ich zu deinem Weg für die Widerstände, also das Ecke, war ganz wichtig. Und jetzt hast du gesagt, Frau, du hast deine eigene Methode sogar entwickelt. Das finde ich auch immer spannend, wenn die eigene Methode durch Widerstände zutage kommt. Das ist zum einen, arbeitest du mit Zahlen und dann machst du noch? Ein ganz großes Thema von mir ist die Umweltharmonisierung. Also ich bin ja sehr, sehr krank geworden vor einigen Jahren. Das hat mich auf meinen Weg gebracht. Damals war ich natürlich total verzweifelt, weil Sie haben es mit einer Autoimmunerkrankung beschrieben. Es war eine Nervenerkrankung. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinten noch habe oder ob es weg ist oder ob es einfach keine Rolle mehr spielt. Ich würde es wirklich so sehen, dass ich durch das, dass ich einfach einen anderen Weg eingeschlagen habe, jetzt keine Beschwerden mehr da sind. Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass ich sehr wahrscheinlich durch Elektrosmog krank geworden bin. Also für mich, das sind die Krankheiten der neuen Zeit, wo ich sage, mir sind ganz, ganz viele Krankheitsbilder, wo man heute gar nicht mehr sagen kann, wo es herkommt und wo es nachgeht. Das war damals auch bei mir in der Uniklinik in Freiburg so, die haben nicht wirklich was mit mir anzufangen gewusst und haben es dann halt auf den Gendefekt geschoben. Ich bin über Jahre hinweg in einem Büro gesessen mit sehr viel elektronischen Geräten, habe mich deswegen auch sehr intensiv mit dem Thema Elektrosmog beschäftigt. Und für mich ist es also ganz klar, dass wir heutzutage da etwas tun müssen. Unser Körper, also ob das jetzt Ernährung ist oder also die Entwicklung überhaupt. Unser Körper wird immer versuchen, sich einzupendeln und der hat so sehr, sehr große Selbstheilungskräfte. Aber was bei uns jetzt mittlerweile passiert, früher ist evolutionstechnisch, hätte sich das irgendwann geregelt früher, aber jetzt kommt es viel auf einmal. Wir haben mittlerweile eine Ernährung, wo nicht mehr passt, weil wir haben viel unnatürliche Lebensmittel. Das sind eigentlich gar keine Lebensmittel mehr, weil sie uns nicht zum Leben bringen, sondern sie nähren uns ja auch nicht mehr richtig. Dann haben wir das Thema Elektrosmog, Vertechnisierung. Und das alles wirkt auf uns und bringt irgendwann das berühmte Fass zum Überlaufen. Und deswegen ist, wie jetzt bei dir in deinen Zahlen mit dieser Herrscherin, also man kann auch sagen, so lernt man übrigens auch viel über die Zahlen, aller guten Dinge sind drei. Und das ist bei mir meine tiefe Überzeugung mittlerweile. Wir müssen gucken, dass wir uns ein gesundes Umfeld schaffen. Wir sollten gucken, dass wir uns gesund ernähren. Und wir sollten gucken, dass wir uns mental fit halten. Und das ist das, was ich versuche, für mich zu leben. Auch nicht immer perfekt. Und das, was ich anderen Menschen mitgeben will. Siehst du jetzt da auch anhand von der Zahlen, wie ich mich ernähren sollte? Wie du dich ernähren solltest? Ja.
Also für dich ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, so naturbelassen wie möglich dich zu ernähren. Aber das gilt im Grunde genommen für alle. Und was für mich immer ganz wichtig ist, jetzt haben wir ja sehr viele Ernährungsarten gerade. Jeder meint, er hätte für sich das Richtige. Wir haben das ganz große Thema vegan. Habe ich mir auch schon oft auch hören dürfen. Warum isst du noch Fleisch? Ich esse nicht mehr viel Fleisch, aber ich esse das Fleisch anders als früher. Also nicht das, wo man im Discounter kriegt oder wo, also Billigfleisch, sondern ich frage ganz genau, wo das Fleisch herkommt. Wenn ich anfange, Krieg zu führen wegen der Ernährung, also wenn ich, das kriege ich jetzt einfach, habe ich schon oft mitgekriegt, aber es ist bei den Fleischesser wie bei den Veganer so, also so auf dem Kriegspfad unterwegs bin, das, was ich mache, ist nur noch das Richtige. Und ich muss, darf und will nur noch das essen. Glaube ich, dass das unserem Körper auch nicht zuträglich ist, sondern es ist wichtig, dass wir genießen und eben uns bewusst machen, wie wir uns ernähren. Und genauso das auch das Thema Umwelt, glaube ich, ist genauso wichtig, nicht den Krieg zu führen gegen diese Vertechnisierung. Wir sitzen jetzt da, du hebst mir ein Mikrofon vorne, da ist das Handy und da haben wir die Beleuchtung. Wir sind ja glücklich, dass wir so technisch fortgeschritten sind. Einen Krieg dagegen zu führen, wir können es sowieso nicht aufhalten, weil die Welt kann anders nicht mehr existieren. Aber ich glaube, dass wir Maßnahmen treffen sollten, dass wir in diesem ganzen Gefüge uns doch noch so gesund wie möglich erhalten können. Das, denke ich, ist wichtig. Und da unterstützt du die Menschen, die zu dir kommen und berätst. Genau, ja. Und mich freut es riesig, also mittlerweile ist es jetzt nicht nur so, dass ich solche Geburtszahlen-Readings mache, also ich lese in die Geburtszahlen und das hat bei vielen Menschen schon tatsächlich, war das der Zündfunke, dass sie einen anderen Weg gegangen sind. Und das passiert gar nicht so selten, also ich sehe jetzt zum Beispiel, was sich immer ganz deutlich zeigt, wenn jetzt jemand einfach eine Führungsperson ist. Wenn ich dann natürlich mitkriege, dass derjenige irgendwo in der Fabrik steht und Stickerle zusammensteckt, dann muss ich sagen, also du musst was machen. Also da sage ich nicht, du darfst was machen, sondern du musst was machen, weil ich weiß, das zeigt einfach die Erfahrung, der wird auf Dauer krank, weil der weit unter seinen Möglichkeiten lebt. Und das hat nichts damit zu tun, dass die, wo Stickerle zusammenstecken, nicht wichtig sind, sondern die sind auch wichtig. Aber wenn jemand so dominante Zahlen hat und wo wirklich die Führungskraft schon drinsteckt oder auch die Selbstständigkeit drinsteckt, dann lebt er an seinem Leben vorbei, wenn er eben was in der anderen Art macht. Und das ist wichtig, glaube ich, dass wir erkennen oder dass jeder erkennt, was habe ich denn für Fähigkeit und was habe ich für Potenziale. Denn die meisten wissen natürlich, die sehen wir in der Zahl auch, die Herausforderungen, was geht nicht so gut. Und die meisten versuche genau immer das, was nicht so gut geht, weil die anderen machen es ja auch, anstatt dass sie sich auf ihre Stärke konzentrieren, was ja Sinn machen wird, denn das kennen die anderen vielleicht nicht so. Also da hört auch das Vergleichen auf. Ich muss nicht kennen das, was du kannst, weil da bist du der Spezialist. Und du musst nicht kennen, was ich kann, weil da bin ich vielleicht die Spezialistin. Ja. Ja, und genau das ist ja Coaching, dass man da die Stärke findet und rausarbeitet. Ich habe ja mit dem Coaching, mit dem Begriff Coaching, habe ich ja ein wenig ein Problem, weil es coacht ja mittlerweile jeder auf und ab in der Welt. Und wenn man mich fragt, ja, was machst du denn genau, komme ich tatsächlich nach wie vor immer noch ein bisschen ins Stolperer. Also vor kurzem hat mich eine die Zahlenexpertin genannt. So sehe ich mich jetzt auch nicht. Vielleicht, ja, also ich habe noch keine genaue. Ich habe kein genaues Wort für mich. Ich bin einfach ich. Und das habe ich, vielleicht hast du das gelesen, ich bin ich, weil die andere geht schon. Ja? Und das macht dich genauso wertvoll. Dann ist mir was aufgefallen. Ja, das kennen sicher viele Schwarzwälder.
Ich habe ganz gestaunt, wo du dort mal das Zego-Kartendeck hineingezogen hast. Also das Wetter wäre jetzt dafür. In dem Sommer kann man viel Zego spielen. Genau. Aber was macht der Zego jetzt da dabei bei den ganzen Zahlen? Ganz spannende Geschichte. Also der Impuls ist mir tatsächlich erst vor 2 Jahren gekommen, obwohl ich mich jetzt mittlerweile schon seit über 60 Jahren mit der Zahlenmystik und mit dem Tarot beschäftige. Als junges Mädle habe ich zu den wenigen weiblichen dieser Generation, die für andere gespielt haben. Also mit Zego-Karte, das ist ja ein altes Schwarzwälder-Spiel. Und vor 2 Jahren war so der spontane Impuls, einfach so wirklich aus dem Nichts raus, jetzt Moment mal, der Gstieß, den wir da kennen. Der Gstieß, der wird ja mal hoch und mal tief gespielt, je nach Art, wie er eingesetzt wird im Zego und im für andere. Und der Narr im Tarot, der hat 2 Funktionen, die 0 und die 22. Also der Mensch, der völlig unbewusst in seine Lebensreise startet und in der 22 ganz viele Erfahrungen gemacht hat und ganz bewusst im Leben steht. Und da war so geschwind der Gedanke da, es kann jetzt aber nicht wirklich sein, dass Tarot was mit der Zego-Karte zu tun hat. Tja, die sollte forscht auch gern. Ich habe dann nochmal googelt und was hat sich herausgestellt? Tatsächlich, dass Zego-Karte, also dieses alte Schwarzwälder-Spiel, tatsächlich praktisch eine Nachfolge der Tarot-Karte ist. Ja. Da habe ich gestaunt. Da habe ich sehr gestaunt. Und so sind es aber viele Sachen, die mir früher unbewusst waren. Auch was ich sage heute zum Beispiel, hätte vielleicht schon früher drauf kommen können, dass mit mir irgendwas anders ist. Weil ich früher tatsächlich auch viel Musik gehört habe, die spirituelle Texte hätte, aber mir ist einfach nicht aufgefallen. Ich bin zum Beispiel bekennender Supertramp-Fan. Wenn ich mir heute die Texte anhöre, da denke ich ja, alles klar, da geht es genau um solche Themen. Ja. Ja. Also die geistige Welt hätte ich versucht, dich zu erreichen. Ist schon Weile gegangen, aber jetzt sehen Sie die. Ist schon Weile gegangen, ja. Das erkennt man in meinem Zahlenbild sehr gut. Das kann ich dir jetzt auch noch zeigen. Da lachen auch viele drüber, wenn sie zu mir zur Ausbildung kommen, weil ich gehe sehr, sehr offen damit um. Das ist nämlich, ich bin am 15.01. geboren. Die 15 ist im Tarot der Teufel. Wie ich bei meinen Vorträgen sage, nicht unbedingt die beste Startposition in eine spirituelle Karriere. Da dürfen wir aber auch drauf gucken. Das ist eine, da kriegt man natürlich erst einmal ein bisschen große Augen, wenn man so eine Karte sieht. Aber solche Karten wie jetzt zum Beispiel der Teufel oder der Tod oder, da wohne ich übrigens jetzt in der Hausnummer 16, steht für den Turm. Also das sind relativ dunkle Karten, die, also Zahlenqualitäten, die tatsächlich erst einmal sehr viel Herausforderungen bringen, die aber, wenn man sich dem stellt, auch ein größeres Potenzial bringen, als vielleicht die andere, wo alles so von vornherein mal ein bisschen so Hulli-Bulli aussieht. Wenn ich jetzt dann nochmal auf deine Karte kommen darf, auf deine 3, die ja zweimal eine Rolle spielt, also einmal in deiner Essenz und einmal als deine Seelenzahl, die sieht natürlich schön aus, da sitzt sie in ihrem Paradies und praktisch Erntedankfest, könnte man schon sagen, da ist Korn reif. Wenn man aber zu salopp ist und zu, das ist die Herausforderung bei den 3, nur so ein bisschen ho-ho-ho unterwegs, dann kann der 3er, so wo er schön rund ist, wenn er dann umkippt, schon auch ganz schön rumeiern. Und sich nicht seiner Chance bewusst zu sein, also die 3 steht immer für die gute Chance, die ich aber natürlich auch ergreifen muss. Es nützt mir nichts, wenn ich 1000 Chancen kriege, wenn ich nichts damit mache. Du hast eine neue Chance gekriegt. Ja. Und also ich finde deine Geschichte auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass uns unser Leben im Grunde genommen immer unsere Lektionen liefert. Und dann haben wir immer die freie Wahl. Also viele kommen zu mir und sagen, ja, jetzt Moment mal. Dann sagst du mir meine Zahl und dann bin ich ja total festgelegt. Nee, bin ich nicht.
sondern ich habe immer die Möglichkeit, was damit zu machen, und ich kann es auch lassen. Also es ist, unterliegt immer noch dem freien Wille, auf jeden Fall. Ja. Der ist immer gegeben, so ist es. Wunderbar und sehr aufschlussreich, und ich habe gehört, du bist sogar international tätig. Was machst denn du im Ausland? Ich bin international tätig. Ja, wo ich mal kapiert habe, den Weg der Leichtigkeit gehen. Ich habe mir tatsächlich überlegt, wo tätig ich denn gern schaffe. Und dann, für mich ist natürlich Schwarzwald, das ist meine Heimat. Ich sage immer, ich bin Bergziege. Ich kehre daher, und ich könnte mir jetzt auch niemals vorstellen, dauerhaft weg zu ziehen und schon gar nicht ins Ausland, sondern hier im schönen Schönwald, das ist meine Heimat. Dennoch sieht man auch in meine Zahl, die 5 ist die Zahl der Freiheit. Also ich muss immer mal wieder weg und ferne Lande kennenlernen. Und dann, wie der Zufall es so will, war ein Kollege mit mir in einer Ausbildung, und der hat gesagt, da gibt es Seminare auf Mallorca. Dann habe ich gedacht, das wäre auch toll. Jetzt mache ich ein Seminar auf Mallorca. Und dann das war der Punkt, wo dann alle um mich herum denken, jetzt spinnen sie komplett. Was daraus war, ist, ich habe eine wunderschöne Finca gefunden auf Mallorca, und da habe ich jetzt 10 Jahre lang meine Seminare Inselauszeit, Glücksmomente für Körper, Geist und Seele gegeben. Es ist letztes Jahr ja Corona über uns gekommen, da hätte es natürlich nicht funktioniert. Die Finca ist jetzt mittlerweile verkauft, also ich bin auf der Suche nach einer neuen. Die findet sich jetzt, glaube ich, gerade. Und dann habe ich, nachdem das nicht mehr geklappt hat, habe ich schwuppsdiwupps einfach beschlossen, dass ich dann halt eine Bergauszeit mache. Also wo man nicht nachfliegen muss. Und das war jetzt eben vor einer Woche im Tessin. Ja. Und wo kann man sich da anmelden, wenn man von dir eine Beratung möchte oder Auszeit? Coaching sage ich jetzt gar nicht. Ja, da meldet man sich am besten über meine Webseite. Das ist www.isolde-sen.de. Ich sage übrigens nicht -sen, sondern -.de, und da findet man im Grunde genommen alles, was ich mache. Ja. Also auch über Seminare, wo du auch online arbeitest? Ja, mittlerweile online. Das hat jetzt, ich habe es vorher schon gemacht, weil ich war viel auf Messe unterwegs, also im ganzen deutschen Raum, also in ganz Deutschland und auch in Südtirol und Österreich und der Schweiz. Und durch das ist natürlich auch so, dass viele weit entfernt von mir sind, die aber trotzdem gern teilnehmen würde. Das heißt, ich war schon immer ein bisschen online unterwegs, jetzt seit letztem Jahr aufgrund der Gegebenheiten jetzt vermehrt, und muss sagen, das wird sehr gut angenommen. Ich versuche für mich einfach einen Weg zu finden, wie das online fast offline ist. Also, dass man wirklich dass wir trotzdem, trotz dieser virtuellen Welt, wirklich miteinander verbunden sind. Also dass es sehr, sehr, trotzdem sehr liebevoll ist. Also jetzt kommen wir mal auf das Thema herzlich. Also das Herz spielt für mich eine ganz, ganz große Rolle, dass wir im Herzen miteinander verbunden sind. Und das finde ich übrigens auch eine ganz spannende Geschichte. Ich habe früher immer gedacht, die Sache, wo ich so Widerst gibt, kann ich nicht über den Computer machen. Aber vielleicht ist auch das eine Lernaufgabe der heutigen Zeit, dass es eben trotzdem funktioniert. Also mittlerweile mache ich meine Beratungen, speziell die Geburtszahl-Readings, sehr, sehr gern online, weil ich da einfach die Möglichkeit habe, aufzuzeichnen. Und die können sich das dann praktisch lebenslang immer wieder angucken, und wie man das ja so oft im Leben einfach hat. Im Moment kapiere ich vielleicht das eine oder andere noch nicht, aber wenn ich mir es 3 oder 4 Mal angeguckt habe, dann macht es Klick. Ja. Jetzt habe ich doch noch eine Frage wegen den Daten. Mittlerweile ist es ja so, dass viele Kinder durch einen Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Stimmt dann das Datum, oder ist da anders vorgesehen, oder wie siehst du das? Die Frage kommt tatsächlich sehr, sehr oft. Das Kind kommt, wenn es kommt. Ob es durch Kaiserschnitt kommt oder durch welche Gegebenheiten auch immer, ist im Grunde genommen egal.
man erlebt es ganz, ganz oft, oder ich habe es schon sehr oft mitgekriegt, dass zum Beispiel ein Kaiserschnitttermin angesetzt wird und das Kind kommt dann hoppla hopp zwei Tage vorher. Oder der Termin für den Kaiserschnitt ist angesetzt und er muss nochmal verschoben werden. Also ich bin überzeugt davon, dass das Kind genau an dem Datum kommt, wo es kommt, wo es kommen muss. Ja. Also da auch, das fällt zu, es gibt keine Zufälle. Genau. Wenn jetzt jemand ein Geschäft gründen will oder ein bestimmtes Vorhaben hat, gibt es da auch das optimale Datum, dass das dann läuft? Also für solche Geschichten kann man tatsächlich, da kann man auch sehr, sehr deutlich erkennen, ist es ein günstiges Startdatum oder ist es ein kaisergünstiges Startdatum. Man kann also schon auch gucken, was ist jetzt ein günstiger Termin. Jetzt ist es so, es gibt natürlich auch besondere Jahre, also auch in der Zahl von 1 bis 9, wäre jetzt zum Beispiel für den Neubeginn von so einer Firma, wäre ein 1er Jahr ganz gut. Jetzt kann ich aber nicht 8 Jahre warten, bis wieder ein 1er Jahr kommt, sondern da guckt man dann schon im Datum nochmal, welche Schwingung unterstützt auch das jeweilige Unternehmen. Da kommt es dann also schon auch drauf ab, was will ich denn für eine Firma gründen. Ist das eine Datum für die eine Firma super günstig, für die andere Firma wäre es zum Beispiel jetzt gar nichts. Also da bedarf es einfach auch ein bisschen Intuition, Einfühlungsvermögen. Was willst du denn überhaupt erreichen mit der ganzen Geschichte? Und dann kann man diese, ich nenne es jetzt so, diese universelle Schwingung, kann man dann schon nutzen, damit diese Firma floriert. So haben wir zum Beispiel auch persönliches Jahr, das geht von Geburtstag zu Geburtstag, wo man genau erkennen können, was ist denn dieses Jahr günstig für mich und was sollte ich vielleicht eher nochmal ein bisschen verschieben, weil es einfach diese, ja, ich sage jetzt mal, diese universelle Schubkraft vielleicht einfach nicht so kriegt. Man kann einfach sagen, den günstigen Moment abpassen. Ja, ja. Also ich finde es unheimlich spannend, was die Zahlen da mitteilen und was du da praktisch, sage jetzt mal, dekodierst. Wirklich eine tolle Arbeit. Ist eine Fremdsprache. Und das Tolle an der Fremdsprache ist, dass es im Grunde genommen nur 10 Buchstaben gibt, die man in Wörter und in Sätze zusammenpacken. Und so mache ich es übrigens auch in der Ausbildung zahlenmystik. Also ich bilde auch aus in dieser Methode. Und da sprechen wir tatsächlich erst über die Buchstaben, über die Wörter und über die Grammatik auch. Wie setzt sich das Ganze zusammen? Und wenn ich gelernt habe, diese Fremdsprache zu verstehen, dann verstand ich einfach auch mein Leben besser. Ja. Das wäre das Ziel. Wunderbar. Absolut. Hast du noch ein Schlusswort für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja, das habe ich. Das ist so mein Wahlspruch. Genieß dein Leben, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen ist gestern schon vorbei und später kommt vielleicht früher, als du denkst. Ja. Perfekt. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich bei dir sie habe dürfen, dass wir da tief in die Materie eingetaucht sind. Das war für mich sehr aufschlussreich. Liebe Freundinnen und Freunde vom Fenster-Podcast, das war's für das Mal. Alles Gute für euch. Bleibt gesund. Mach es gut. Ciao.